Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Immer noch in den Höhlen, aber wir gehen ja bald nach Hause. Hoffe ich doch. Komm, der eine noch. Und damit bei mir auch herzlich willkommen zurück zu Terraria. Habe ich zu früh angefangen? Ist nicht schlimm. Habe ich bei dir schon mehr so ein einzelner Stein. Baust du den hier bitte oben, eben ab? Hier oben geht's nicht weiter. Sag ich ja. Dankeschön. Müssen wir aufpassen? Geht's dir gut? Nein, schon lange nicht mehr. Komm. Ein Terrorauge. Hi, Würmi. Ja, es heißt ja Dämonenauge. Hier auch noch bitte? Mich stören so einzelne Steine. Ach so, solchen kommen ja die Würmis. Aha. Wo gehst du hin? Ich da drunter nicht hängen bleiben. Ja, es ist wieder Tag, weil da. Was hast du getötet? Ich glaube, ein Hasi. Ach, das Dämonenauge. Gute Arbeit. Komm. Bin unterwegs. Ja, es ist wieder Tag. Wir können Häuser bauen. Hey, hey, ho. Ich habe eine Kiste dabei. Ja, wir kommen hier nicht hoch. Das machen wir irgendwann noch besser. Ja, erstmal könnte es so bleiben. Ja. Dann heißt es jetzt Häuser bauen. Und ganz viele Häuser, nein. Ganz viele Bäume abholzen. Hannah Montana, genau. Was bist du da? Haus bauen. Das Holz kommt gleich wieder weg. Das ist nur der Platzhalter für die Tür. Gut. Warum so nah? Warum nicht? Es wird eine Stadt. Du willst eine Stadt bauen. Ja, nicht? Ja, doch, mach. Ich meine, es ist deine Welt. Da darfst du machen, was du willst. Ich denke nur, bei einem einer Stadt könnten mehr Viecher ankommen und mehr angreifen. Da gibt es mehr Leute, die auch die bekämpfen werden, gehe ich stark von aus. Yes. Ja, wenn hier Leute einziehen würden. Ja, wir müssen die Häuser so gestalten, dass sie einsteigen. Einziehen würden. Ein Eichhörnchen. Oh, lass es rein. Ich hab's was in Englisch gesagt. A Hedgehog. Das ist das falsche Tier. Habe ich gemerkt. Das ist eindeutig das falsche Tier. Es hat das. Ja, das Eichhörnchen wurde getötet. Ich meine, ich werde bei mir sowieso auch noch eine komplette Stadt bauen. Ja. Ich mache extra zwei Türen, damit wir einfach durch können. Dass, falls Monster da sind, wir einfach von Haus zu Haus gehen können. Deswegen liegen Häuser so nah. Ja. Logisch, oder? Das ist logisch, ja. Aha! Muss die Dächer noch. Ach, Dächer. Fuck! Die Tür nochmal vernichten. Um einen Holzboden einzuziehen. Hau ab. Geh weg. Schon wieder so einer, der unter der Erde rumkriecht. Aua.
Ich habe hier gleich was Schönes für dich. Für mich? Ja, zwei Slimes eingefangen zwischen den beiden Häusern. Okay, ich bin unterwegs. Ach, einer hat's übers Dach geschafft. Ich nehm's zurück. So, jetzt gehört hier eigentlich nur noch eine Werkbank. Ein Stuhl. Und ein Tisch. Oder nicht? Oh. Hallo Slime. Und vielleicht Holzwände. Da bin ich gerade bei, Holz zu sammeln. Ich habe hier noch ganz viel. 516. 562 habe ich. Gut, und so viel brauchen wir für die Häuschen hier nicht. Nö, eigentlich nicht. Ich weiß. Wir müssen da nur dran denken, die Bäume wieder hinzupflanzen. Ja, ich habe jede Menge Eicheln, 32. Dann pflanz mal. Ist das ein guter Trick mit den Türen? Mhm. Hallo, Tanner. So, das erste Häuschen ist fertig. Mal gucken, ob irgendwann mal jemand hier einzieht. Oder brauchen wir noch irgendetwas? Ich habe hier vorgelesen, mit einer Krankenschwester einzieht, müssen wir unsere Gesundheit irgendwie erhöhen. Tanner, sag mir doch, brauchen wir noch irgendwas für das Haus? Wissen wir auch. Ein Raum, wir einen Heimweg brauchen, wir eine Tür, haben wir einen Stuhl, haben wir einen Tisch, haben wir und eine Lichtquelle, haben wir. Achte darauf, dass das Haus auch Wände hat, haben wir. Sein Inventar. Ah! Aha. Moment. Komm zurück. Tanner hat jetzt sein eigenes Haus. Ah, das ist schön. Das Häuschen nebenan ist nämlich jetzt seins. Okay. Man kann die zuweisen. Ja, das habe ich gelesen. Jetzt habe ich nämlich dafür eine Errungenschaft gekriegt. Ja. Er ist kein Hobo mehr. Ja. Stimmt. Ich baue jetzt weitere Häuschen. Ja? Tu das. Habe ich mich gerade erschrocken. Wovor? Vor dem Eichenbaum, der gerade da mal einfach aus der Erde geschossen kam. Das geht schnell, nicht? Hi. Au. Aber Tanner, wenn du doch jetzt ein eigenes Haus hast, was machst du dann noch hier? Vielleicht, wenn es spät wird. Ja, vielleicht.
für die Nacht. Jo, er geht nach. Nein, das bist du. Ich, hallo. Hallo. Vielleicht kriege ich ja noch das Häuschen fertig. Was brauche ich nochmal? Ach ja, Tür. Und ein Stuhl. Ein Tisch und eine Werkbank. So, ich habe alles gepflanzt. Gut. Guck mal, sie klopfen bei dir. Ja, habe ich gemerkt. Ich habe schon wieder Mist gebaut. Du hast genau an meine Eichenzähne gebaut. Was? Das ist genau. Ja, das ist ihn zerstört. Die waren schon vorher kaputt. Hier war nichts. Da war ein Eichenzling. Hier war nichts. Ich schwöre. Ich schwöre? Ja, ich schwöre. Ja, ich verarsche. Ja. Geh hier weg. Ja. Dankeschön. Ach, sie nutzen gleich das, was ich ihnen gebaut habe. Bitte? Ich habe da ein bisschen Erde hingebaut, dass die das übers Haus schaffen. Ach so. Hallo? Meine Figur spinnt ab und zu. Ich weiß es nicht. Ob mein Computer heiß läuft oder wie auch immer. Nein, ich lass dich nicht rein. So. Aber so heiß ist der gar nicht. Mal gucken, ob irgendwann hier jemand reinkommt. Haha. Und damit beende ich eben einmal die Folge. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.